Ha, da sind wir wieder und wir haben ein neues Spiel. Ich mach kurz mal, komm kurz rein. Da, wir haben ein neues Spiel. Und ich muss auch hier wieder eigentlich mein Bild im Bild vielleicht ein bisschen überlegen, ob ich das nicht woanders hinstelle. Ich glaube, ich stelle das mal woanders hin. Hallo erstmal, herzlich willkommen. Heute hier in einer crazy, crazy Quarantäne-Action hier von den Rocket Beans mit beweglichem Bild im Bild. Hammer. So, okay. Was ihr hier seht, ist mein Lieblingscharakter in Red Dead Redemption, nämlich ich. Das bin ich, das ist mein Charakter. Ihr kennt ihn natürlich schon. Man kann ihn visuell. Kann man eigentlich seinen Charakter in Red Dead Redemption generieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, der sieht immer so aus. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich hier in meinem Camp, habe ich das Sagen. Da bin ich der Chef. Wie ihr mitkriegt hier, the stew is currently being prepared. Ich weiß immer Bescheid, wann das Gulasch bereit ist. Keine Sorgen, also. So, kurz einmal Kopfhörer aufsetzen und dann machen wir mal eine der Missionen. Erstmal reden. Okay, nee, warte, das müssen wir mal machen jetzt. Ich hatte schon so schöne Abende hier. Ich hänge wirklich sehr gerne in meinem Camp ab. Achtet mal auf die Zigarette. Habt ihr es gerade gesehen? Die Zigarette hing unten an seinem Bier dran. Das glaubt mir keiner, wenn ich das später erzähle. Er trinkt quasi etwas, was raucht. Das ist wirklich. Das ist dann Secondhand Smoke. Okay. Ja, mir gefallen die Leute wahnsinnig gut hier. Mir gefällt diese ganze Geschichte total gut. Und auch die Leute am Feuer und nachts dann da abhängen und mit Leuten singen und dann mitsingen, mit allen reden. Ich achte immer drauf, dass ich alle freundlich grüße. Why don't you sit a while, Arthur? Na, warum You eigentlich might nicht? be the youngest, but some of the others could learn a thing or two from you. Appreciate you saying that. Vorsicht, ne? Jeder nur einen Baumstamm Abstand. Die machen es richtig, die halten Abstand. So, warum kann ich mich nicht setzen? Was wollt ihr denn von mir? All right there, Arthur. Yeah. Hi there. Ich finde das toll. Und wenigstens auch mal draußen. Also wenn ihr irgendwann Lagerkoller kriegt, dann schaut doch mal in diesem Lager vorbei. Und schön das Feuer brennen lassen. Mit Leuten reden. Er links. Er lässt sich einfach fallen. So, ihr habt darum gebeten, dass ich den Audio wieder lauter mache, denn hier wird nicht so viel geballert. Das machen wir. Bitteschön. Ach ja, seht ihr, man bleibt einfach mal stehen und sofort kommen Leute und wollen einem irgendwie ein Gespräch andrehen. Hi there. Wie ihr seht, habe ich auch schon da alles ein bisschen besser ausgestattet. Die haben schon den ganzen Kram von mir Always bekommen. good to see you. Miss O'Shea. Watch the wind doesn't change. Oh, shut up, Arthur. So, hier, komm. Gucken wir mal, wie viel ich geben kann. So viel habe ich gar nicht mehr. Ich habe wirklich schon verdammt viel gegeben, aber meistens gebe ich Items. Ach, in dem Fall habe ich alle schon weg. Ja, komm, diese Uhr. Ach nee, Unique Item brauche ich wohl. Diese Uhr hat mein Vater 10 Jahre in seinem Hintern. Weg damit. Okay. Aha, Override, ja natürlich, ich habe keine Ahnung. Hat er wenigstens mal 10, hat er rausgerückt. Und ich habe hier die letzten 300, oder ich glaube, ich habe mehr als $500 schon ausgegeben dafür, dass die hier ihre schönen Krimskrams kriegen. Und stattdessen habe ich hier, hat mir noch nicht mal einer den Hund runtergeholt, den ich auf meinem Pferd hatte. Ich habe gedacht, das ist ein Grey Wolf, okay. Ich dachte, dass man die essen kann. Aber keiner will den.
weiß nicht, wohin damit. Aber man kann Wölfe doch essen. Hallo. Frag einen Wolf durch die Gegend. Na, mache ich immer. Ich bin krass. Okay. Da muss ich hin. Hallo, ich trage einen Wolf. Ich sipsch mir hier die ganze schöne... ganze schöne Jacke voll. So, kann ich donaten? So. Kein Problem. Ja, leider bietet ihr mir das ständig an, aber dann habe ich nie Kram, den ich dafür brauche, weil ich euch immer alles gebe. Also was will ich denn hier mit so einem... Ach, das ist doch alles, braucht doch kein Mensch, komm. Taschen! Was bin ich? Ein Pferd? So. Das hier habe ich noch nie... Das ist interessant. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, mit ihm hier jagen gegangen. Ah, soll ich jagen gehen? Nee, nee, ich schieße lieber auf Menschen. Heute nicht. Okay, wo ist denn mein Pferd? Seht ihr es auf der Karte irgendwo? Ich sehe es gerade nicht. Muss ja eigentlich hier irgendwo sein, ne? Wo ist es denn? Ach, da! Ganz ruhig, Brauner. Ach ja, stimmt, da ist ja auch noch voll gesipscht. Ich muss man eigentlich mal schön abbürsten. Einmal schön, wenigstens das Blut runter. Ne, will er nicht? Doch. Ah, schöne Grafikfehler, ihr seht sie hoffentlich auch. Wo kommen die her? So, ein bisschen Futter. Dann gibt es noch ein paar Klapser und dann sind wir Kumpels. Genau. Okay, Dreieck? Ja. Und so sucht sich der Simon wieder ein neues Ziel. Er macht die Map auf und hat keine Ahnung mehr, wie gigantisch hier alles ist. Er hat sich leider direkt in Valentine, hat er sich ein Ziel gesucht. Da ist die Bounty 300, scheiße. Vielleicht woanders, Bounty 50. Das klingt eigentlich ganz gut. Bounty 300. Warum habe ich auch überall Ärger gemacht? Hier wollen sie mich direkt erschießen. Also egal, was ich mache. Hier ist das Einzige, wo ich noch hingehen kann, wo es nicht ganz so schlimm ist. Aber nein, ich mach die fette John Marston Mission. Okay. Schön die Ego-Sicht. Warum mal nicht so reiten? Gut für die Augen. Das ist wirklich ganz lustig. Das wirkt viel besser, wenn ihr die ganze Zeit noch so rumwackelt, als wärt ihr wirklich auf einem. Und wichtig ist auch, dass ihr bei jedem zweiten Galopp immer so die Pobacken zusammenkneift. So wie wenn ihr dem Pferd in die Lenden treten würdet mit euren Beinen, damit es so diese richtige Reitfeeling bekommt. Yeah. Also das ist aus der Ego-Sicht schon ganz schön verwirrend, muss ich sagen. Schon ein bisschen ruckelig. Ist ein bisschen angenehmer so. Aber am liebsten mache ich ja eigentlich hier die Cinematic Camera und dann versuche ich auch in der Kamerasicht sozusagen ins Ziel zu kommen. Es ist schwieriger als gedacht. Ich habe Vorfahrt. Statt der da mit seiner Mundorgel. So, wo muss ich denn lang? Einmal kurz gucken, damit ich zumindest in die richtige Richtung... Ah, ich bin schon da. Das ging ja echt schnell. Okay, krass. So, und jetzt reden wir mit John Marston und machen für den Mission, was ja lustig ist, weil John Marston in Red Dead Redemption natürlich wichtig wird. I heal pretty fast. Lucky you.
So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you, we try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was a prize pony once. Now I'm a workhorse. Listen, Dutch is... Well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Ach, es ist einfach ein so schönes Spiel. Es ist wirklich jeder Moment geil. Tether the horse and I'll meet you across the street. I already don't like how this is going. Vielleicht nochmal, man weiß ja nie, lieber bei den Waffen nachgucken. Ja, und was haben wir hier? Faust. Nee, da kann man nichts machen, ne? Und hier haben wir die Cattleman Revolver, das ist schon okay. Boah, hier Sheffield. Also, okay, was kann man hier noch gebrauchen? Ja, alles gut, ich fühle mich ganz gut ausgestattet. Gunstore. Yep. Can you head in, pick up a sniper rifle? I'll explain later. Don't you wear yourself out now. Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. I'm gonna have to take this on credit. Well, no, wait, we ain't even discussed terms. Or I can take it in a way that ain't so polite. Okay, fine, you can pay me later. Okay, das klingt gut. Ich hätte gerne alles, was sie anzubieten haben, aus diesem Katalog. Ich nehme natürlich jetzt einfach nur das Schneibergewehr. Ah, das kann ich mir leisten, ja. Kann ich dann noch mehr dazu kaufen? Das wäre ja ganz geil. Oder? Na gut. Keine Ahnung, wofür es gut ist, aber sicherlich lohnt sich das. Hier ein richtig schönes, langes Scope, okay. Stock, was kann ich da noch machen? Oh, natürlich, ohne Straight Grain würde ich niemals jemanden erschießen. Und dann hätte ich eigentlich gerne Leder, aber leider ist die Kohle mir nicht hold. Ja, nehme ich. Gut. You good? Sure. Let's go. Easy, girl. You're okay.
Man guckt sich's einfach gerne an. Komm. Auch immer schön, diese ganzen Gespräche zwischen dem Reiten. Ihr kennt das ja, ist ja auch nichts Neues, war ja seit GTA schon so. Es ist toll, ich hab's gern. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Ja, weil wir der Spieler sind und wissen wollen, was deine Geheimnisse sind. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Ich liebe es hier mit der Kamera immer so rumzuspielen. Ah, ist einfach toll. Und ich habe das Spiel am Anfang ganz falsch wahrgenommen. Ich wusste natürlich, es ist ein tolles Spiel, aber mir war schon Red Dead Redemption 1, was ich durchgespielt habe, zu groß. Und dann habe ich das mit dieser Ambition angegangen, dass ich das durchspielen muss. Und dann hat es irgendwann, habe ich gemerkt, oh Gott, es dauert so lang. Und dann habe ich irgendwann die Lust verloren. Aber wenn man... Couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Geil. Perfekte Kamera. Und das meine ich, wenn man das Spiel angeht mit einem Mindset, das ist der Wilde Westen. Ich habe hier einfach mein Leben, das geht mein Leben lang. Also immer wieder reinguckt, immer wieder was spielt, immer wieder diese Ruhe auch für sich mitnimmt und irgendwie versucht, die Zeit im Spielen auch nach der Geschwindigkeit seines Zeitalters zu leben. Also einfach auch mal Ruhe zu haben und auch mal relaxed zu machen. Dann funktioniert es ganz gut und dann kommt man auch schnell durch. Okay. Nehme an. Kann ich den nicht auch in die Hocke? Guck halt da. Okay, das ist doch sicherlich besser. Kann ich den noch mehr ranzoomen? Something close enough to make him cut and run. Die sind überhaupt nicht weggerannt. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. That spooked him all right. Kann ich den jetzt auch erschießen? Alright, let's go round him up. Verstehe, wir haben einfach nur... Na gut, das war einfach. Jetzt sammeln wir die Schäflein alle ein, wie Jesus. Come on, let's get down there. Ey, Alter! Du hast keinen Controller in der Hand. Du hast nicht 10.000 wartende Fans im Stream. Let's go get the strays. Mach jetzt. Du ever work on a ranch, Marston? No. You? Day here, there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Nehme an, ich muss sie jetzt fangen. Mit dem Lasso. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Okay, was ist die Herde hiervon? Sind wir irgendwie alle? Alle woanders. Zack! Du bleibst schön hier. Nein! Na gut, dann du. Doch, es ahnt nichts. Haha, doch dann war Klaus für immer gefangen. Nein, nein. Nein! Warum lässt du ihn frei? Was soll denn die Scheiße?
muss das nochmal lernen, irgendwie besser lernen. Ah, er macht das schon, das ist doch gut. Sollen die jetzt alle dahin? Ja gut. Zum Glück hilft der Kumpel echt ganz gut mit, der gute John Marston. Man macht es also einfach nur, ich verstehe, einfach mit dem Pferd. Ja, irgendwie auch viel cooler und logischer. Oh, ich habe geholfen. Hast du gesehen, John? Ja. Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you. Was hat er mit seiner Waffe? All right, whatever you say. I'm done arguing. Are you giving up on this already? Er dreht völlig durch. Hallo, Junge. Du hast ein echtes Waffenproblem. Was ist denn los? Jetzt steckt er sie wieder ein, ne? Die ganze Zeit. Waffe rein, Waffe runter, Waffe rein, Waffe raus. Na gut, jeder braucht ein Hobby. Du kommst mit. Immerhin stimmt die Richtung. Oh, ist das idyllisch. Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. Toll. Jetzt kann ich dir auch noch anschreien. Was ist Throw? Ach so. Okay. Es ist super entspannt. Einfach mal Pferde hüten. Voll durch den Kaktus. Die Lämmer haben geschrien. Oh, die machen das ja voll alleine. Ist ja fast wie Auto. Können wir direkt, genau, können wir ein Autoplay einfach anmachen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Auf die Art zu hüten. Ein echter Schäfer kann das auch aus der Drohnenperspektive. Allein für diesen Modus liebe ich diese Art von Spiel. Das habe ich auch bei GTA immer so gerne gemacht. Diese cineastischen Fahrten, da sieht alles gleich 10-mal cooler aus. Sind das irgendwie gefühlt 10 oder 20 Schafe weniger geworden? Bin mir nicht ganz sicher. Habe ich ein paar übertreten? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying
We're paying. Go on now. Immer dieselben Diskussionen ums Geld, ne? Man will es nicht weggeben. Ist doch meins. Was soll das denn? Dutch is waiting for us at the saloon. He is? Sorry, girl. Immer schön füttern, bürsten und abklopfen. So läuft das mit den Pferden. Das finden die richtig gut. Da sind die eure Freunde. We shook on 18, I believe. Und jetzt geht's in den Saloon. I thought we was doing the robbing here. Thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will ya? Can't swim. We ain't kids no more. No, never really was. Diese geilen Matschstraßen auch. Ja, Moment, war das nicht der richtige? Ach da, den Saloon, okay. War so fasziniert von der Kamera. Okay, ich bin abgestiegen. Okay, alles gut. Lied. Jetzt stresst doch mal nicht. This way. Come on. Schön den Dreck im Gesicht. Mach es. Sag mal. Naja, komm, das muss reichen. Not everything, but in the end, you, sir. I don't believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromises. Well, I have never... Gentlemen. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay on a few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen? Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the finishing school has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderland! Get out here! Get out of here now! Vanderland! You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out here before I have these men killed. What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash. You start spinning a yarn. When I think the moment's you right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vanderland, you're done. Now get out here now. Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me, nor do I want to be this Dutch man. Whomever... Oh Gott, die fahren doch nur hier rein, oder? Alter, voll verkackt.
Oh nein, ich lade nach, oder? Achso, ich dachte, ich hab... Ich glaube, mehr sind auch gar nicht mehr da, ne? Das müssten jetzt alle gewesen sein. Oh ja. Während ihr ballert, suche ich schon mal ein bisschen rum. Ne? Es ist super wichtig, dass ich den ganzen Loot kriege vor euch. Ich gehe auch das Risiko ein und ich habe auch die Schafe da, habe ich gehütet. Und keiner sagt mal, toll gemacht, Simon. Nee, nee, so nicht, ne? Da sammle ich lieber jetzt mein Loot ein, weil ich kann den Kram ja echt gebrauchen. Wer ist da gestorben? Ja, der, weil der nicht aufgepasst hat, der John Marston. Was kann ich denn mit der Fütter? Der hat sein eigenes Spiel. Der muss doch selbst gucken, dass der überlebt. So eine Kacke. Na gut, wir machen den Checkpoint. Das Problem ist, dass ich alles von dem Loot haben will. Und dann, wenn gleich die Polizei kommt, der Sheriff, dann kann ich das nicht mehr einsammeln. Oh, jetzt sind die alle weg. Das ist ja voll traurig. Ah, shit! Ich brauche eindeutig viel mehr von diesem. Von diesem Zielwasser. Das ist ja richtig gut. Oh shit. Jetzt zum Beispiel habe ich keins mehr. Schnell noch was nachlegen. Da. Warte mal, ja. Das auf jeden Fall. Bisschen Moonshine und noch. Dead Eye, genau, okay. Schick das ganze Loot, Leute. Warum dauert das so lange, Mann? Kannst du es nicht anders machen? Den doch nicht rumdrehen, einfach nur rausnehmen. Okay, tschau. Auf. Das funktioniert nicht. Okay. Ist hier noch irgendjemand? Das müssten doch alle gewesen sein, mehr oder weniger. Da lebt doch keiner mehr. Das ganze Dorf ist ausgeräuchert, ey. Ja, wir flüchten! Shit. Okay, einmal noch. Jetzt habe ich auch bald keinen Schuss, kein Dead Eye mehr. Okay, der war schon tot, ne? Darf ich nicht vorher noch schnell mal ein bisschen ausloopen hier? Das ist so viel Zeit, muss aber echt sein. Ich will dich ja auch nicht da lassen, aber ich kann den Silberring auch nicht da lassen, oder? Oder was ist das hier? 59 Cent, eine silberne Uhr. Also bitte. Gedulde dich. Ist ja nicht so, als ob wir
nicht einfach jeden getötet haben, der existiert auf der Welt. So, irgendwo muss die Kohle ja wohl auch herkommen. Für die ganzen Bärenfälle und so, ne? Den ganzen coolen Shit, den ihr habt im... So. Oh, warum dauert das so unfassbar lange? Oh, wo ist denn jetzt der eine Typ, den ich aufheben soll, für den ihr keine Zeit hattet? Hast du noch was? Da hast auch noch was. Ich kann die doch nicht ungelootet einfach so liegen lassen. Seid ihr denn verrückt, Leute? Sammelt doch mal mit ein. Das ist quasi, das ist ein komplettes Einfamilienhaus, was hier rumliegt. Und ihr wollt einfach nicht. Da sammelt sich die Kohle. Guck mal, da das ganze Dorf hat da richtig lang für gearbeitet. Das kann man doch nicht einfach liegen lassen. Die werden noch damit begraben. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht alle, aber es war zumindest für mich ein befriedigender, ausreichender Haufen Loot. Komm mit, Junge. Warum hat das keiner von euch gemacht? Schön auf den Pferdearsch drauf. Nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go! Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Ich bleib zurück mit dem ganzen Shit. Okay, das hier brauche ich. Noch ein bisschen mehr Deadeye. Oh, das wackelt hier alles gerade. Ja. Ey, Valentine habe ich bestimmt schon dreimal komplett ausgeräuchert. Da dürfte eigentlich wirklich niemand mehr noch am Leben sein. Na? ihr Jungs, ne? Ihr lernt aber auch nicht. Bleibe ich einfach mal stehen. Oh, das sieht fies aus. Na gut. Ich würde mal sagen, das hat jetzt keiner so richtig gesehen. Da kann ich schnell noch mal ein bisschen looten. Oder kommt schon den nächsten. Ja. Ja, wo ist er? Mehr looten. Okay, der noch. Ich meine, jetzt kriege ich doch eben nur noch Ärger. Also kann mir doch keiner erzählen, dass jetzt irgendjemand sagt, na gut, er hat 98 Leute erschossen, aber er hat nicht 25 weitere Menschen erschossen. Immerhin waren es keine 110. Okay, so, das muss jetzt aber echt reichen. Normalerweise würde ich nicht so viele Menschen einfach so gnadenlos. Aber die wollten mich von meinem geilen Shit, den ich doch unbedingt haben will, fernhalten. Okay. Oh shit, jetzt muss ich mich beeilen. Das war ein Ticken zu lange gewartet. Ah, Querfeld ein. Weil die haben keine Winterreifen drauf. Da kann ich dann Querfeld ein keine Strecke machen. Oh nein. Shit, ich wollte gerade Energie nachholen. Dad. Das ist sehr ärgerlich. Aber vielleicht habe ich einen Checkpoint bekommen bei der Flucht. Das wäre echt nice. Das würde ich richtig gut heißen. Oh, na gut, komm. Jetzt sind die ja eh alle quasi weggemutet. Dann kann ich das schnell noch machen. Noch einer. Ach, der. Jawoll.
So. Jetzt wird nur noch geritten. Panikritt startet in 3, 2, 1 und Panikritt, go! Panikritt fehlgeschlagen. Panikritt muss neu initiiert werden. Panikritt in 3, 2, 1, go! Schnell über die Ländergrenzen. Das ist alles, was ich. Schnell nach Mexiko. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt verfolgen sie mich wahrscheinlich nicht mehr, oder doch? Oh, sie wollen es wirklich wissen. Selbst über die Ländergrenzen hinweg rennen sie der Beute hinterher. Was habe ich denn getan? Vielleicht 30, vielleicht 35 Leute erschossen. Das ist passiert hier normalerweise an einem Tag. Oh, ja, das zugegebenermaßen ist auch innerhalb von einem Tag passiert. Aber es war viel effektiver dabei. So, haben wir es geschafft. Schön entkommen. Ah, das Pferd kriegt jetzt gleich erstmal schön ein bisschen Hirse. So. Hey, you're okay, girl. Nein, nein, das wollte ich nicht. Oh, das Pferd hat voll das Einschussloch. Oh Mann, steck die weg bitte mal, die Waffe. Ja, okay. Kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht. Ich kann nur... L2, ich kann nichts damit machen. Ich wollte eigentlich füttern, streicheln, heilen. Ja. Ja, kann ich dir nicht noch ein bisschen was essen? Essen geben? Hunger? Jawohl. Come on, girl. Yep. Toll war das. Das lief richtig gut. Vielleicht zu gut, vielleicht bin ich ein bisschen übermütig. Vielleicht kann ich hier die Jungs noch ausrauben. Stop a second, folks. Is everything okay? Ich will euch ausrauben. You're being robbed, so easy now. I am ready to get this. Ihr hattet die Chance. Ich habe euch ganz freundlich gesagt, ich möchte euch ausrauben. Aber nein, das war euch irgendwie zu... Das ging euch zu schnell. Ihr wart nicht vorbereitet. Na gut, dann muss ich halt jetzt leider aktiv werden. Ihr macht es mir schwerer als ich selbst. Ja, du hast völlig recht. Habe ich mir auch gedacht. Eigentlich müsste ich die Pferde jetzt auch und mir deren Satteltaschen mal genauer angucken. Aber bei solchen Gelegenheiten werde ich meistens immer erwischt. Irgendein Opfer kommt, irgendein Zeuge und dann wollen die mich wieder. Oh, hier. Glück gehabt. Na gut, dann gucken wir bei dir nochmal. Wichtig ist nicht von hinten ran, ne? Nicht von hinten ran. Schön beruhigen. Easy there. Whoa, whoa, easy. Easy. You're okay. Ja? Whoa. Whoa, boy. Okay, ja, läuft doch gut. Der Besitzer kommt, der war doch eh ein Arsch. You're okay, girl. Wir verstehen uns, ne? Easy there, easy. Ich will doch nur an die Satteltasche. Nein, nein, nein. Nein, 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 ich tritze nicht. Kannst du dich nicht mal einfach beruhigen? Vielleicht gibt's die Hufen wirklich fett in die Fresse. Ich sehe schon, wenn ich jetzt nicht, wenn ich die Jungs nicht beruhigen kann. Nein! Bam, ganz ruhig. Guck mal, ich bin nur ganz klein. Ich bin nur 80 cm groß, du brauchst keine Angst haben. Easy there. Take it easy there. Ja, ne? Ganz gut, ganz ruhiger. Einmal noch. Dann hole ich mir die Satteltasche. Tja! Ah!
Na gut, Lady Girl, das war jetzt von mir ein bisschen forsch. Wir schaffen das. Lass mich nur an deine Satteltasche. Easy, girl. Oh, there. Easy. Ich werde mir zur Sicherheit ein bisschen Energie holen. Wer weiß, was das Pferd gleich mit mir macht, wenn ich an die Satteltasche gehe. Ich kann einfach nicht. Aber ich will jetzt. Jetzt will ich erst recht. Sonst muss ich schießen. Ich kann nicht. Das will einfach nicht. Vielleicht ist das andere mittlerweile ein bisschen ruhiger. Es sieht ruhig aus. Kann ich nicht die blöde Satteltasche? Jetzt vielleicht. Einmal petten, dann hab ich sie. Ja, wir sind Freunde. Es tut mir leid mit deinem Besitzer, aber der war auch voll fett. Sei doch einfach froh, dass das vorbei ist. Lass doch kurz den Dockler mal an deine Satteltasche. Hier vielleicht. Okay, ich versuche es ein letztes Mal noch. Nee. Ich bin kurz davor, einfach die Schrotflinte auszupacken. Ich will jetzt den Kram, den du da drin hast. Das tut mir mehr weh als dir. Glaub mir das. Oh. Kann ich jetzt an die Satteltasche? Na endlich. Hat sich's gelohnt? Ein Goldstück. Und wie sich das gelohnt hat. Da soll noch mal einer sagen, dass sich Pferdeflüstern nicht bezahlt macht. Hat der da echt ein richtiges Goldstück drin gehabt, ey. Unfassbar. Ich weiß, was du da gerade gesehen hast, war nicht für deine Augen bestimmt. So, wegen diesen Satteltaschen. Aber wieso denn? Das könnten doch meine Pferde sein. Seid doch mal nicht so... Jetzt sind die alle immer so anstrengend. Und die alle direkt Ärger machen. Als wären es ihre Pferde, ne? Oh shit, das Pferd hat überhaupt keine Energie mehr. Ja, Power. Gib dem Pferd Zucker, mein Freund. Und wir werden uns nochmal mein Dead Eye genauer angucken. Oh oh. Oh oh. Oh. Ich traue mich überhaupt nicht, die Pause wegzumachen. Stehe ich noch? Soll ich meinem Pferd vielleicht irgendwas geben? Haftung? Ich. Es ist so dumm. Aber es ist immerhin ein guter Weg runterzukommen. Oh, ist das schwer. So, Leben brauche ich auch, ja. Kann das arme Pferd einfach mal jetzt den Typen runterwerfen? Ah, endlich habe ich ihn. Okay, ich brauche eindeutig Horse Reviver.
schwierig, hilflich, geil. Oh, aber wenn das Pferd da oben irgendwo liegt, da komme ich doch jetzt nicht mehr hin. Das lag doch hier unten, genau. Das meine ich doch auch. Kannst mich mal sehen. Da oben. Das ist jetzt aber echt ungünstig. Da kann ich aber nicht hin. Muss ich vielleicht... Nee, tut mir leid, Pferd. Oh, jetzt muss ich laufen. Das ist jetzt aber unangenehm. Hätte ich heute... Das ist die Strafe, weil ich so viele Pferde erschossen habe. Ich will auch einfach nur mit ihnen reden. Darf ich nicht? Nee, ich will keinen Ärger. Ich will einfach keinen Ärger. Aber ich kann doch hier angeln. Wahrscheinlich ist die Angel doch da. Oh, ich dachte, da wäre gerade was gewesen. Ja, nämlich Cheese. Here we go. Einmal noch. Ich glaube, ich habe gar kein Bait oder so dran. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass hier niemand anbeißt. Ah, okay. Komm einmal noch. Das muss doch auch gehen. Wenn ich das drücke. Okay, A2 ist. Und. Hast du gesehen, was ich mit den Pferden gemacht habe? Sei vorsichtig. Der kennt mich einfach zu gut. Er hat von mir gehört. Es kommt nichts. Muss ihn natürlich müde machen. Oh, ist der klein. Der kann ja gar nichts. You'll do. I'm keeping you, I'm afraid. Ach, ich habe auch die Maske. Vielleicht sollte ich ohne Maske. Aufhören, genau. Willst du? Aufhörst. Ich weiß gerade nicht, wie ich die wieder wegstecken kann. Dreieck X. Jetzt? Ja, er packt sie irgendwann ein. Gut. Der Hund ist super am Nerven, ey. Ich kümmere mich gleich um dich, wenn du nicht aufhörst. Oh, warte, habe ich nicht ein Snipergewehr? Ach, schade, das bringt jetzt nichts, ne? Naja, hier werde ich auf jeden Fall später mein Lager aufschlagen und dann auch mein Pferd wieder zurückholen. Aber vorher esse ich diese Wurzel. Yum, Minze, für die Frauen. Falls sie sich von meiner Maske abgestoßen fühlen. Zack. Ey, du sollst die... Hä?
Bist du jetzt mit deiner Maske? Release. Genau. Okay. Er hat sie immer noch auf. Da unter der Maske noch eine Maske? Okay, irgendwie wird das heute nichts mehr. Dann will ich jetzt mein Zelt aufbauen, genau. Simon, fragst du dich nicht, ob der Hund Loot dabei hat? Ich verstehe, was ihr sagen wollt. Jetzt kurz mal noch ein bisschen was kochen. Nimm dir nicht die Maske an. Den Fisch, den wir gerade geangelt haben. So ist das. Von der Hand in den Mund, von der Angel übers Feuer. Oh, es wird schön gegessen. Jam, jam, jam. Durch die Maske durch. Ein bisschen Maske noch dabei. Wow, Hammer. Habe ich gut gemacht, finde ich. Kann ich schlafen. Schön richtig mit Zelt und so. Es ist einfach ein tolles Spiel, oder? Das war jetzt eine Stunde in einer ganz anderen, abgefahrenen Welt, in der wir viele Menschen, sag ich mal, ihrem Schicksal überlassen haben. Moment, bis zum Morgen. Und ja, einfach einmal für eine Stunde Wilder Westen gelebt haben. Und deswegen ist Red Dead Redemption 2 so toll. Weil das, was es sein will, nämlich einfach eine Art, wirklich eine Art Western-Simulator, das macht es wahnsinnig gut. Ah, ja, da möchte man doch wirklich gleich sich noch einen Fisch braten. Ja, apropos, wir hören jetzt auf mit Red Dead Redemption 2. Ich habe jetzt keine Ahnung, was eigentlich die Ansage ist der Regie. Da muss ich selbst mal nachgucken, ob wir eventuell gleich noch mal was machen. Ich lese gerade noch, dass wir noch spielen können. Ja, das finde ich ganz gut. Das werden wir kurz machen, dann werde ich gleich, muss ich mal gucken, was ich gleich noch mache. Vielleicht spiele ich ein Level in Neo. Vielleicht habt ihr noch jetzt im Chat irgendeine andere gute Idee, dann könnt ihr die jetzt posten. Und dann machen wir das vielleicht. Auf jeden Fall sehen wir uns jetzt gleich wieder nach einer kleinen kurzen Pause.